Okay, für die falsche Taste gedrückt. Okay. Ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Ich war nämlich irgendwie der Meinung, es würde L1 und R1 kommen. Aber okay, gut. Aber ich habe wenigstens gesehen, was der Bürgermeister für eine Kraft hat. Dass mit ihm jetzt nicht allzu gut Kirschen essen ist. Okay. Ich war jetzt eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, dass es jetzt losgeht. Ich habe gedacht, man könnte mal ums Gebäude rumgehen. Nach einem Heilmittel suchen. Warum ist denn hier nichts eigentlich? Das irritiert mich so ein bisschen. Na gut, nächster Versuch. Hasta luego. Ja, Freunde, das ist ein Bosskampf. Ihr habt's erfasst. Wow, das war ein schöner Kopfschuss. Das auch. Das sowieso. Das ist aber nicht nett. Oh, oh, lauf, lauf! Oh, was war das? Gar nichts. So, mein Freund. Ja, ja, ja. Mach du mal, mach du mal, mach du mal. Hast du auch recht. Ein Schuss geht noch. Nein, ich hab's nicht gesehen. Wow, wow! Hat nicht so wenig abgezogen. Okay, heilen. Heilen, heilen, heilen. Was hält dir so viel aus? Wieso triffst du mich indirekt? Aua. Mal auf dich vorzuschieben. Das Wort gibt's nicht, ich weiß. Ich bin den Kampf auch ganz anders irgendwie gewohnt. Also in Erinnerung. Ein Schuss geht noch. Alter, wieso? Die Waffe kann nicht so schwach sein. Ich bin hier aufgetunt, so weit es geht. Außer von der Kapazität her. Ein Schuss geht noch. Okay, der macht mir echt zu schaffen, der... Wow. Der Typ. Ich überlege jetzt, glaube ich, nicht auf die... Scheiße! Mitte schießen muss, statt auf den Kopf. Okay, Frage beantwortet. Wow, ich meine, wow. Das war einfach nur daneben. Scheiße, daneben, ich sterbe.
Baum, den kannst du heilen. Ich bin gerade so ein bisschen in Sorge. Einfach in Bewegung bleiben, da kann nichts passieren. Rotes Kraut, sehr schön. Ja, sehr gut. Nicht gut. Sehr gut. Verdammt gut. So, mein Freund, jetzt hast du natürlich ein Problem. Hä? Müssen wir einfach mal so klarstellen gerade. So. So, ich bleib mal. Achso, ja, es wäre auch gut, wenn ich das Kraut benutzen würde, ne? Da habt ihr gleich mal so Unrecht. Komm du ab. Okay, das interessiert ihn leider recht wenig. Scheiß Repetiergewehr, ich hasse es. Okay, das war auch nicht gut. Ich bin weg. Waffe ist leer. Bundeskraut ist da. Ich nehme es mal noch nicht. Okay, ich hab Glück gehabt. Jetzt muss ich es nehmen. Ich nehme auch mal eine andere Waffe. Vielleicht. Wo bist du denn? Besser. Ist einfach nur dummes hin und her gelaufen, gerade vor mir. Wow, okay, gut. Zeit für Neuwahlen. Der Meinung bin ich auch. 30.000 besät, nehmen wir mit. Du erhältst Glasauge. Sehr schön. Ich wusste jetzt auch nicht, wer hätte jetzt nicht gedacht, dass die MP so viel bringt. Also TMP. Ach, wir haben ja auch das... das ist das Problem bei mir in jedem Spiel, dass ich nie auf diese verdammten Fässer schieße. Das ist irgend so eine Krankheit bei mir, ich weiß nicht. Er ist auch... Also Brandgranaten, die liegen ihm auch nicht besonders, dem Typ. Aber, ja gut, sobald er in der Luft ist, ist es mit Brandgranaten ein bisschen schwierig. Ja, aber war in Ordnung. Also, wie gesagt, die TMP hat echt sehr viel Schaden zugefügt. Hätte ich es nicht gedacht. Ja, war okay. Und das Schöne ist, die TMP ist leer. Und, ja, sind einfach alle Waffen leer. Das ist geil. Ich habe schön viel Munition geschenkt. Wir haben ja so wenig. So. So. Jetzt schnell hier raus, bevor die Fässer Feuer fangen. Und die Gondeln Trauer tragen. So, hier kommen wir nicht raus. Lässt nicht öffnen. Die Türgriffe sind dann verschlungen. Ich kann es nicht öffnen. Gut. Also der Bürgermeister auf jeden Fall Geschichte. Ich muss nur gerade mal überlegen. Ach, nee. Warte mal. Ich muss echt überlegen. War es von oben? Kann das sein? Sieht man das hier? Da oben. Also da rechts. Nein. War das doch oben? Nee. Nee. Hä? Leute, ich möchte hier raus. Ich merke schon, dass ich so viel Rauch einatme und... Ne? Ich habe echt Schiss, dass das Gebäude explodiert. Ich weiß nicht, ob das passieren kann. Ich weiß echt nicht, aber ich möchte es auch nicht austesten. Hier. Ach so. Okay. Ja, man sollte vielleicht mal sich die... Was? Man sollte sich vielleicht mal die Sequenzen besser angucken. Also aufmerksamer und konzentrierter und fokussierter. Und überhaupt. Und hast nicht gesehen. Gut. Ashley, Janne. Weiter geht's.
Ja, dann können wir doch jetzt wohl das Dorf so allmählich verlassen. Und gucken, wo es uns hin verschlägt. Der Händler können wir jetzt mal einen größeren Koffer verkaufen. Das wäre auch total nett. Ja, hallo? Ja. Das gute Ware zu verkaufen, das ist total toll, nur es bringt mir alles nichts. Ich hätte natürlich auch einen Raketenwerfer verkaufen können, theoretisch, und den Typ da mit einem Schuss quasi potenziell killen können. Aber hätte, oder wäre Fahrtkette, ist das schön. Lothar Matthäus. So, zack, zack, fertig. So, einmal können wir noch die Kapazität, jetzt ist das einmal, wir können noch viermal auftunen, aber einmal hätten wir jetzt auf Dingsen können. Wieder viel zu viel Munition. Jo. Erste Hilfe Spray. Nee. Das ist das Problem. Im Vergleich zu früheren Spielen, dass dieser Survival-Horror-Aspekt schon so ein bisschen fehlt. Durch die Kontrollpunkte. Finde ich natürlich total toll. Finden wir alle total toll. Aber es ist halt das Problem, dass ich jetzt sage, ah ja, komm, ich habe zwar weniger als die Hälfte Energie, aber das reicht schon. Wenn ich sterbe, ist ja auch nicht schlimm, dann mache ich halt danach weiter. Das ist halt irgendwie doof. Aber es ist halt so, was soll ich machen? Es ist halt so, es war anders früher. Es gibt ja auch durchaus Spiele. Oh, wir sehen hier was. Das sieht aus wie eine Burg. Ja. Es gibt Spiele durchaus. Beziehungsweise es gibt dann, also Schwierigkeitsgrade bei Spielen, zum Beispiel bei Dead Space 2, ist der höchste Schwierigkeitsgrad nämlich so, ich glaube, es ist Schwierigkeitsgrad Hardcore, man kann im ganzen Spiel nur zweimal speichern und es gibt keine Checkpoints. So. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel 4 Spielstunden hat, hat aber nicht gespeichert und stirbt auf einmal, hat man einfach Pech gehabt, muss das ganze Spiel von vorne beginnen. Das nenne ich Herausforderung auf jeden Fall. Man kann es auch Unfairness nennen, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wobei ich persönlich aber sage, ich als kleiner Trophäenjäger, das ist mir zu heikel. Also es ist einfach was, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich scheue mich vor dieser Herausforderung, gebe ich auch gerne und ehrlich zu. Aber es ist schade. Es ist wirklich schade, dass es mittlerweile so ist, weil früher war das anders von den Spielen her, mit den Speicherpunkten. Lässt sie nicht öffnen. Die scheinen ziemlich aus dem Dorf zu sein, das kennen wir alle schon. Und nehmen jetzt das Glas auf. So. Eine Burg. So, jetzt kommt eine ganz tolle Stelle, die ich total mag. Stichwort Kontrollpunkte. Der steht bleibt stehen. So. Und wir müssen jetzt nämlich das Scharfschützengewehr nehmen. So, ich rede gleich weiter. Das, was ich euch sagen wollte. Ich muss nämlich erstmal jetzt... Okay, das war scheiße. Alles gut, nichts passiert. Gut. Ja, also man kann ja auch durchaus sterben an dieser Stelle. Ist mir auch häufiger gelungen, hier zu sterben. So, Ashley, dann würde ich sagen, kann mir was nehmen. Ja, 5500 Peseten. Und einige Insassen leben noch. Okay, dafür habe ich keinen Platz mehr. Warum hält so eine Tanne? Das sind einfach viele, ne? Ich muss das Scheiße. Okay, nimm die Esche ruhig mit. Wow. War schon so ein bisschen knapp, muss man sagen. Okay, das ist jetzt echt scheiße. Komm, Ashley. Ich pack dich jetzt mal hier. Oh, da ist sogar noch Munition, die ich übersehen habe.
viel zu nah dran. Ich bin zu nah dran! Lauf! Dass der auch immer nach vorne stolpert, der Depp. Ist er kein Depp, ist er schlau von ihm eigentlich. Okay, so. Munition nehmen wir mit. Das Geld nehmen wir auch mit. Danke. Auch wenn es nur 1400 sind, nehmen wir trotzdem mit. Okay, die Munition ist weg, aber ist nicht so schlimm. Jo. Follow me. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Und hier geht es jetzt anscheinend zu der Burg. Okay. So, Ashley kommt mit. Wie sich das gehört. Für eine nette, gerettete Geisel. So. Wait. Erste-Hilfe-Spray, das nehme ich mit Kusshand, das könnt ihr aber singen. Ich habe gar nicht so viel Shotgun-Munition, fällt mir gerade mal so auf. Das ist echt bitter. Die Frage ist, was ist jetzt schlauer? Ich glaube, das ist schlauer. Weil da einfach viel mehr Munition von haben und die Waffe an sich hier auch... Follow me. Wait. Prinzipiell unwichtiger. So, ein Seidenkristall haben wir eben gesammelt. Das ist jetzt quasi das Gegenstück zum Spinell. Untersuchen. Zwar klein, aber dennoch wertvoll. Ja, also jetzt in der Burg werden wir vermehrt auf Seidenkristalle treffen. Und ja, wir haben beide sehr viel Energie, wie ihr seht, und gehen jetzt einfach mal weiter. You take that one. Okay. Ready? Come on. Yeah.